Sonntag, 11 Uhr, Krascherzeit. Ich begrüße euch. Der erste Betrüger erzählt Romane, wie sein Name schon sagt. Man könnte es Trash-Comedy nennen, was er zum Besten gibt. Hirnlos und für die Mülltonne. Neben den ganzen Beleidigungen merkt man eines ganz genau. Die sind sowas von genervt von meinen Anmeldungen, dass sie sich nur noch so zu helfen wissen. Am Ende droht er mir, ich solle mich nie wieder auf irgendwelchen Seiten anmelden. Sein Wunsch ist mir kein Befehl und ich melde mich noch häufiger an, in der Hoffnung, wieder die bei denen zu landen. Nun viel Spaß mit den Aufnahmen. Los geht's wie immer nach dem Intro. Hallo? Ja, hallo, guten Abend, Herr Bergmann. Ja, wer ist da bitte? Wer ist bitte? Samuel Roman. Ja? Es geht um Ihr Handelskonto. Um mein Handelskonto? Ja, genau. Ja, und hallo? Was denn? Was wollen Sie damit machen? Wie, was, um welches Handelskonto geht's denn? Bei Free Param, da haben Sie Ihre Registration gemacht. Bei wo? Free Param. Kenn ich nicht. Habe ich mich nicht registriert. Haben Sie nicht registriert, aber woher soll die sonst Ihre Daten haben? Das weiß ich nicht. Wissen Sie nicht? Nee, weiß ich nicht. Müssen Sie aber wissen, ne? Nee, weiß ich nicht. Ja, warum nicht? Ja, weil ich nicht weiß. Wie heißt diese Webseite? Free Param. Können Sie es mal buchstabieren? FR. Ja, und weiter? Haben Sie es? Emil. Emil. Mhm. Und, da hört's auf oder geht's weiter? Geht's weiter, P A R A M. Friparam. Genau. .de? Nur das. Friparam, kein D. Nein, es muss eine Webseite sein. Sonst könnte ich UK. Mich ja da nicht. UK, genau. Also England. UK. UK. Okay. Dann schauen wir uns das doch mal an. Ja. Was steht denn da bei Ihnen? Ja, ich muss erstmal aufrufen. Ja, Sie haben rechnet aber langsam, ne? Nee, die Seite wurde nicht gefunden. Die gibt's nicht. Die Seite gibt es nicht? Richtig. Ja, klar gibt es. Nein. Freeparam.uk gibt es nicht. Param, nicht free. Du hast doch buchstabiert Freeparam. Nein, ich habe falsch buchstabiert. Ach, siehste, dann kann ich es ja auch nicht finden. Also, nochmal neu buchstabieren. Geben Sie nur Param ein. Nur Param UK. Genau. Mhm. So, dann machen wir das mal auch mal. So. Also, in meinem System, bevor Sie was sagen jetzt, ne? In meinem System hier vor mir, es steht Hein Bergmann. Ihre Telefonnummer, Ihre E-Mail-Adresse. hein.bergmann@mailbox.org. Eine Einzahlung von 250 Euro getätigt und eine Auszahlungsauftrag gemacht. Und seitdem hat ihn keiner erreicht mehr. Sie waren nicht mehr zu erreichen. Och, komisch. Ich bin immer erreichbar. Haben Sie ja gemerkt. Ja, ich habe es bemerkt, aber nicht mein Kollege. Ja, und wann habe ich da die Auszahlung beantragt? Wann habe ich die eingezahlt? Sie haben leider den Einzahlung, kann ich nicht sehen. Den Auszahlung haben Sie Ach, vor... Ach, können Sie nicht sehen? Nein, Einzahlung nicht, nur Auszahlung. Ah ja, und wann habe ich die beantragt? Sie haben den Auszahlung beantragt vorgestern. Vorgestern? Nee. Ich war doch nie auf dieser Seite. Sie waren nie auf dieser Seite? Nein. Weil ich sehe gerade... Darf ich bitte ausreden? Ich sehe gerade, diese Seite ist auf Türkisch und auf Englisch.
Ich spreche weder Türkisch noch Englisch. Wie soll ich mich da angemeldet haben? Auf Deutsch? Ja, die Seite ist nicht auf Deutsch. Aber Sie können ja auf Deutsch stellen, oder? Nein, kann ich nicht. Sie kennen Ihre eigene Website. Warum sprechen Sie kein Englisch? Weil ich es nicht spreche. Sie können. Warum? Ja, sind Sie zur Schule gegangen? Das geht Sie doch nichts an, warum ich kein Englisch spreche. Sind Sie zur Schule gegangen? Nee, bin ich nie. Ich bin noch nie zur Schule gegangen. Warum denn nicht? Ja, weil ich keine Lust hatte. Ich bin. Keine Lust? Genau. Wie keine Lust? Was haben deine Eltern gesagt? Ja, die haben gesagt, werde doch einfach ein Betrüger, wie diese ganzen Leute, die dich immer anrufen. Und deswegen bin ich nicht zur Schule gegangen, weil ich ein Betrüger werden wollte, so wie du. Okay, und was hast du gemacht? Ich bin kein Betrüger geworden. Was bist du denn geworden? Ein Penner oder was? Nein. Ich bin genau das Gegenteil. Lustiger, kleiner, dummer Betrüger. Betrüger, und was ist das Gegenteil von Betrüger? Ein Kein-Betrüger, nein, das ist nicht das Gegenteil. Nee, was ist denn das Betrüger? Ich bin zu dumm, ich weiß das nicht. Was ist denn das Gegenteil von Betrüger? Welchen Abschluss hast du geschlossen oder bist du zum Berufskolleg gegangen? Bitte was? Ich habe keinen Abschluss, ich bin ganz dumm. Sie haben keinen Abschluss. Ich bin ganz dumm, richtig. Aber mit was beschäftigen Sie sich? Das möchtest du gerne wissen, ja? Ja, genau. Ich beschäftige mich damit, Betrüger im Internet zu jagen. So wie dich zum Beispiel, so wie du. Würdest du schon mal betrogen, sag mal? Nein, weil ich bin niemals. Ja, aber ich bin zu dumm, um betrogen zu werden, ne? Würde dein Opa schon mal betrogen? Mein Opa? Ja. Wie denn? Ja, von uns, von irgendjemandem. Von uns, von euch Betrügern. Nein, ist er nicht. Der hat noch nie was. Nein, ist er nicht. Nein, weil der hat. Weil der hat. Hallo, mal rausreden lassen. Hey, was ist los, dummer Betrüger? Was ist denn los? Dummer Betrüger, sagst du? Ja, sag ich zu dir. Wenn ich dumm wäre, dann hätte ich euch nicht alle betrogen, Alter. Du hast uns ja nicht betrogen. Die Hälfte. Wo hast du mich denn betrogen? Wie? Nein, nicht dich. Ja, eben. Genau. Mich hast du nicht betrogen. Und auch nicht die Hälfte von Deutschland hast du auch nicht betrogen. Dazu bist du nämlich viel zu dumm. 0,0000001%. Das kann vielleicht sein. Aber da kannst du ja auch nicht reich geworden sein mit. Doch, schon. Nee, wie denn? So eine Million. Eine Million. Ja, natürlich. Natürlich. Gerade du. Ja, genau. Schauen Sie mal. Was denn? Was soll ich denn schauen? Was soll ich denn schauen, ne? Was soll ich denn schauen? Übrigens, Nutten sind Frauen, ne? Nutten sind Frauen. Ich bin keine Frau, ne? Bist du eine Frau? Du bist weiblich, ne? Du bist eine Frau. Ich höre das an der Stimme. Ja? Ja. Du bist eine dumme Frau. Eine dumme Frau, sagst du. Du bist eine dumme Frau. Und was bist du? Ich bin ein schlauer Mann. Du bist ein schlauer Mann. Weil ich mich nicht von dir betrügen... Weil ich mich noch nie von dir betrügen lasse. Hör mal zu, ja. Hör mal zu, ey. Hey. Du deutsche Kartoffel. Ich lach dich aus. Du bist zu dumm. Du bist der Dummste, der heute angerufen hat. Ja, genau. Ich dumm und du schlau. Genau so und nicht anders. Richtig. Zu schlau, um mich von dir betrügen zu lassen. Genau. Zu schlau? Ja, weißt du... Warum ich dich nicht betrügen kann? Weil du kein Geld hast. Sortier doch erstmal deine Worte. Ja, ich kann nicht. Ich kann kein Deutsch. Ich bin kein Deutscher. Ja, das weiß ich. Das merke ich. Woher komme ich denn? Sag mal. Du, das ist mir relativ egal. Wahrscheinlich irgendwie Türkei, unwahrscheinlich. Ich denke mal irgendwie aus dem Ostblock. Russland oder so. Ja? Ja. Meinst du? Ja. Was, wenn ich aus... Ja, jetzt überleg doch mal erstmal ein bisschen. Musst du überlegen. So kleiner Notensohn, wenn ich dich irgendwo sehe, ich werde dich. Ja, komm doch her! Du stehst auf Männer! Du stehst auf Männer! Du bist also eine Schwul! Du bist eine Schwul, ne? Du bist eine Schwul! Ich schick dir Leute! Genau! Schick mal her! Wo bist du? Sag doch. Ja, sag du doch. Wo bist du denn? Russland? Wo ich bin? Ja, ich bin bei der Arbeit. Wo bist du? Ja, auch bei der Arbeit.
Auch bei der Arbeit. Ja. So, prima. Du kleiner Notensohn, du. Hat deine Mutter im Puff gearbeitet, oder was? Ah, ja. Nee, deine Mutter. Deine Mutter und dein Vater sind bestimmt Geschwister, ne? Du kleiner Notensohn, du. Deine Eltern waren Geschwister, ne? Du scheiß deutsche Kartoffel, du. Was los? Ich spicke deine tote Oma, du. Ja, du stehst auf Tote. Kann ich mir vorstellen. So wie du redest, stehst du auch auf Leichen. Du kleiner Notensohn. Ja, das haben wir doch schon mehrfach gesagt. Hast du noch andere Schimpfwörter? Bist du ein Notensohn? Okay, ich habe schon mal gesagt, aber bist du ein Notensohn? Hast du noch andere Schimpfwörter? Du langweilst mich inzwischen. Was ist los? Ja, hallo? Was ist denn los? Was ist los mit dir, du Hurensohn? Hey, Scammer! Du bitte Hurensohn! Hey, Scammer! Hey, Scammer, was ist los mit dir? Schwester. Was ist denn los mit dir, kleiner dummer Scammer? Deine Schwester! Ja, der Dissertium sagt so. Ja, was ist denn los? Lern doch erstmal Deutsch! Lern doch erstmal Deutsch! Was Lern doch erstmal Deutsch! Lern doch erstmal Deutsch, bevor du versuchst, Deutsche zu bezügen. Ich fick deine Aussprache, du verfickter Hurensohn. Ja, du kannst gar nicht aussprechen, weil du sprichst kein Deutsch. Ich kann nicht aussprechen, so. Sortier doch erstmal deine Worte. Du Was ist denn los mit dir? Bist du schon am Ende mit deinen Worten? Mehr kannst du nicht. Mehr kannst du nicht. Mehr kannst du nicht. Oh Mann, Kollegin bist du schlecht. Gesagt, du bist aber schlecht. Du bist Mutter aber dumm. Du bist ja, noch dummer. Natürlich. Natürlich. Der dümmste Betrüger, der heute angerufen hat. Ja, sehr schön. Wir machen jetzt die Analysen von ADN. ADN. Was ist denn ADN? Du kannst deine ja noch nicht mal Deutsch. Du willst Deutsche betrügen? Ja. Du kannst kein Wort Deutsch. Was willst du denn überhaupt? Oh, mein Leben, mein Herz tut weh jetzt. Ja, natürlich, das hoffe ich. Ich habe da, aber was du durch den Kopf gehen lassen kannst. Eine 9mm-Kugel zum Beispiel. Ich kann Ihnen meinen Schwanz geben, okay? Ja, der ist zu kurz, den kannst du ja nicht mal verschicken. Und? Kommen Sie alles vorbei. Deine Onkel, ja, wo dein soll ich denn Vater, hingehen? Dein Mutter, ja, wohin denn? Alles. Ja, wohin alles. Denn? Ja, wohin eins denn? Und ja, deine Nachbarin. Ja, wohin neben denn? Dabei. Ja, wohin auch denn? Ihre Nachbarin ja, sag doch, wohin? Ja, sag doch, wohin? Sag doch, wohin? Sag doch mal, wohin? Ich komme vorbei. Du bist kein Deutscher. Ja, was ist denn los mit dir, kleiner dummer Betrüger? Ja? Oh, Hurensohn, was geht ab? Hallo, Hurentochter! Hurentochter, Sohn, du, ich spicke dein... Nicht dein Tochter, nein, sowas sag ich. Nee, deine Eltern sind ja auch Geschwister. Mutter, deswegen kannst du ja auch fette nicht Mutter, ich spick deine fette Mutter. Ja, wie heißt sie denn? Ist deine Mutter... Wie fett? Heißt sie denn? Ich spick deine Mutter, wie heißt du sie denn? Hurensohn. Ich spick deine Mutter, du kannst Hurensohn. Kannst du auch noch was anderes? Hurensohn. Ich schreib dir einen Text. Ein Diss-Track. Lern doch erstmal Deutsch. Lern doch erstmal ein bisschen Deutsch. Lern doch erstmal ein bisschen Deutsch. Du bist doch so dumm, du kannst ja noch nicht mal Deutsch sprechen. Ich glaube, du kannst überhaupt nicht sprechen. Ich kann nicht sprechen, du kleiner Hund. Naja, genau. Was denn? Was denn los? Kleiner dummer Betrüger, was denn? Dummer Betrüger, dummer Betrüger. Genau, du bist ein dummer Betrüger, richtig. Und was bist du? Du bist ein dummer Nuttensohn. Du ja, und lieber ein Nuttensohn als ein dummer Betrüger. Weil Nutten arbeiten ehrlich im Gegensatz zu dir. Du bist ein Betrüger, du arbeitest nicht ehrlich. Fick dich und wenn du dich nur einmal meldest, in irgendwelche Seiten. Ich denke, du wolltest mich ficken. Was ist denn los mit dir? Ich denke, du wolltest mich ficken. Wo kommst du denn? Ja, bitte. Hallo? Hallo. Schönen guten Tag. Ja, Andreas Berg am Apparat. Grüße Sie. Ich spreche damit den Herrn Thomas Hadensick. Hadamzik, ja genau, Entschuldigung, ne? Okay, Herr Hadamzik, ich melde mich auch von das Unternehmer Cointracking in Zusammenarbeit mit der Grübelpolizei. Vielleicht die Grübelpolizei. Bitte, kennt bitte ihr. Was? Ich melde mich von das Unternehmer Cointracking in Zusammenarbeit mit der Grübelpolizei. Was ist die Kennen Sie die Nein, kenne ich nicht.
Okay, das ist eine normale Polizeiorganisation, das sich nur mit Online-Kriminalität beschäftigt. Und wo ist die Polizei? Das haben sie in jeder Stadt, zum Beispiel, besser gesagt, in Frankfurt, das haben sie in Wien, das haben sie in Österreich, das haben sie in der ganzen Welt. Und wie heißt das nochmal genau? Grübel-Polizei, das beschäftigt sich nur mit Online-Kriminalität. Wie schreibt sich das? Grübel, normal Grübel. Also Gustav Richard und dann Ü, UE. Grübel. Grübel Polizei. G-R-U-B-E-L-N. Grübel. Ah, das muss ich mal gucken, ob ich da hier sowas habe. Wie meinen Sie? Ja, wo es eine Grübel Polizei gibt. Das gibt es, wo Sie möchten. Grübeln. Polizei. Genau. Und darf ich Ihnen erklären, warum ich Sie angerufen habe jetzt? Ja, können Sie mal gerne machen. Super. Also, wir haben mal gesehen, dass auf Ihren Namen ein paar Bitcoin-Transaktionen am Laufen sind, das komischerweise von Ihrer Seite nicht bestätigt wurde. Und wir haben ihn angerufen, damit wir ihn fragen, ob Sie Teil dieser Transaktion waren, ob Sie nicht wissen, wie man eine Transaktion bestätigt. Oder ob Sie überhaupt nicht Teil dieser Transaktion waren und gar nichts damit zu tun haben. Warum sollte ich Ihnen das sagen? Weil wir die Transaktionen, wir versichern alle Krypto-Plattformen, dass lizenziert und reguliert in die Börse arbeiten. Und dazu haben wir Zugriff auf alle Krypto-Transaktionen, das in Krypto gemacht wird. Also wir bewachen mit einem Wort die Krypto-Netzwerk. Und wenn wir eine Transaktion sehen, wie heißt denn das Krypto-Netzwerk? Ich sage, unser Unternehmer heißt Cointracking. Ja, wie heißt das Krypto-Netzwerk? Das ist ein System. Wir beobachten den Kryptosystem, die Transaktionen. Mhm. Ja, und das war eine Beschreibung. Also den Krypto-Netzwerk bedeutet den Netzwerk, die Transaktionen, das von einer Seite in die anderen geht. Genau, das heißt Netzwerk. Sie wissen, was das ist. Aber Sie stellen Fragen, damit ich irgendwo einen Fehler mache und sagen, ja, Sie sind nicht nee, richtig. Ich möchte einfach nur wissen, wer Sie sind. Herr Haddam, unser Unternehmer Haddam heißt Zick, Coin. Bitte. Okay, Haddam Zick. Unser Unternehmer heißt Coin Track King. Das können Sie gerne mal in Google eingeben. Unser Sitz von unserem Unternehmer ist in Passiger Straße 16 Postleitzahl. Also unsere Postleitzahl ist 81266. Und da, Sie können ja selber schauen, wir haben also 4,6 Sterne von 5 Sterne, haben wir 4,6. Wir haben in alle Länder der Welt eine Filiale, wo wir uns über die Kunden natürlich kümmern. Folgendes, wir haben ihn angerufen, weil wie gesagt, wir haben ein paar Transaktionen auf Ihren Namen storniert, das von Ihrer Seite nicht bestätigt wurde, weil wir sind beauftragt, sobald wir eine Transaktion sehen, das nicht bestätigt wurde, wir stornieren die Transaktion, das Geld leiten wir weiter bei Cointracking, das heißt, das Geld geht nicht zurück, woher das gesendet wurde, sondern das geht beim Tresor und bei Cointracking. Wir rufen ihn an, wir geben Zugang auf das Konto, wo wir das Geld weitergeleitet haben. Das geht in Unterbrechen Sie mich bitte nicht. Ich habe Fragen. Ja, Sie können die Frage ja, gut, Ende, okay, prima. Also, wenn Sie sagen... Sobald ich fertig bin, können Sie alle Fragen... Oh, Sie sind aber nett und freundlich. Ich bin offen. Nee, ich bin nicht schon freundlich. Ich werde laut, wenn Sie nicht hören. Das ist alles. Weil ich bis Ende reden muss. Wie gesagt, ja, wir geben nicht Zugriff auf das Konto. Ja, wir reden hier über Ihren Geld. Also hören Sie bitte zu. Wir geben den Zugang, entweder nehmen Sie das Geld oder lassen Sie das Geld. Das interessiert uns nicht. Haben Sie verstanden? Jetzt sind Sie fertig? Ich bin... Warte. Ah, jetzt schon. Sie können weiterreden. Ach ja, warte. Duzen Sie Ihre Kunden immer? Manchmal. Mhm. Ist das für Sie ein Problem? Natürlich. Okay, dann duzen Sie nicht. Ja. Herr Haddamsek. Sehr Sie, gut, dann machen gut. Sie weiter. So, Sie haben gesagt, das kommt in den Kryptotresor bei Ihrer Firma? Ja, das Geld leihen wir in einen Tresor weiter, damit wir das bewahren. Ja, darf ich bitte weiterfragen? Sie haben gefragt, ich habe das Hallo! Jetzt hier also gegeben. Ruhig Warum mal so laut? Zu Ende reden! Warum sind Sie so aggressiv? Was haben Sie? Ja, weil Sie permanent dazwischen reden. Warum reden Sie eigentlich permanent dazwischen?
Warum haben Sie mich gefragt? Warum Ich muss rufen ja Sie? eine Ich Antwort habe ja geben. noch gar nicht zu Ende gefragt. Ja, Sie haben bis Ende gefragt. Sie haben Nein, habe ich gewartet. nicht. Habe ich nicht. Ja, Sie haben gewartet. Ich habe die Antwort gegeben. Nein, ich habe nicht gewartet. Ich war noch nicht zu Ja, Ende Sie mit haben meiner gewartet. Frage. Sie können gerne weiterreden. Nee, nee, ich höre die andere Frage. Eine habe ich beantwortet. Ja, nee, die haben Sie nicht beantwortet. Wie kann Ich eine... habe sie beantwortet. Nein, haben Sie nicht beantwortet. Darf ich jetzt mal Ich habe weiterreden oder... beantwortet. Ja, darf Sie... Sie. Oh Mann, oh Mann. Wie kann eine virtuelle Münze in einen echten Tresor kommen? Erzählen Sie mir das mal. Das ist nicht in einem Tresorraum, das ist ein Das haben Sie Konto. gerade gesagt. Sie haben gesagt, es Ja, ist in wir. einem Tresorraum. Haben Sie gesagt? Ich habe Ihnen gesagt, dass das Geld, sobald wir das stornieren, leiten wir das in ein Tresorraum bei Cointracking. Das ist ein Konto, das wir bewahren mit einem System, dass keiner drauf zugreifen kann. Ich höre schon an Der Ihrem hat man. Deutsch. Ja, gut. Gut. Ja, Und sehr gut. wo ist der Sitz Ihrer Firma? Das ist in München. In München. Mit einer Ja. Vorwahl aus Österreich. Nee, Sie haben gesagt, wo der Sitz ist, nicht woher Sie anrufen. Ja, wo Sie Wir haben rufen also aus Filialen. Österreich an? Genau, wir haben viele Filialen. Nicht nur in Österreich. Wir haben noch in Schweiz, also in Schweiz ist das genauer gesagt, in Wien, in England, in alle Länder. Wir vertreten alle Plattformen, das lizenziert und reguliert in die Börse arbeiten. Ja, Und nur die dann Deutschen. haben Sie ja sicherlich auch eine Lizenz, ne? Ja, wir haben noch eine Lizenz und das Ja, wo können Sie denn? auch. Ja, Sie können das so gerne mal bei unserer Seite gehen. In Ende sehen Sie die Lizenz. Ja, wo haben Sie Das die können Sie Lizenz? auch. Das habe ich gerade gefragt. Nennen Sie bitte, wer hat Sie lizenziert? Sie meinen, bei welcher Sie Organisation wir lizenziert sind? verstehen Sie Das meine ist Frage nicht so ISO. richtig? Nein, nein, hören Sie zu. Das ist Ja, hören Sie doch mal ISO zu. und IEC. Sie lassen mich nicht. Sie stellen eine Ich Frage und habe lassen mich klare nicht Frage antworten. gestellt. Wer hat Sie Okay. lizenziert? Dann bleiben Sie auch brav und hören Sie zu. Ich bin Uns so haben lange die brav, Sie, Firma solange Sie ISO. mich vernünftig und ansprechen. Meine Frage war klar und deutlich: Wer hat Sie Nehmen Sie Lust. lizenziert? Okay. Wer hat Ne li Sie lizenziert? ja, dann lassen Sie mich antworten. Kann ich antworten? Ja. Okay, bleiben Sie ruhig. Das ist ISO und IEC. Welche Behörde ist das? ISO und IEC. Sie kennen das bestimmt nicht, weil Sie sich nicht damit beschäftigen. Oh, Aber Sie können gerne mal bei unserer Seite gehen. wenn Sie wüssten, wie ich mich damit beschäftige. Ah, Sie sind ein ganz großer Schlaumeier. Sie spielen hier die Winzelschalter, aber ich glaube, Sie wissen gar nichts, glauben Sie mir. Ja, Aber egal, dafür habe eins ich Sie nicht weiß ich angerufen. zumindest, kann ich Ihnen aber später gerne sagen. Ist mir auch egal. Oh ja, Okay, okay. wie gesagt, das Geld ist bei, wenn Sie die Zertifikate von unserer Seite sehen möchten, können Sie gerne mal bei unserer Seite gehen. Ganz am Ende sehen Sie auch da also den Zertifikat. Das kann man auch herunterladen als PDF, als Excel, was Sie möchten. Und Sie können gerne das bei Ihrem Anwalt weiterleiten. Er kann das überprüfen und Ihnen besser erklären, dass das zertifiziert, also dass das lizenziert ist und wir die Erlaubnis haben, diesen Job zu machen. Haben Sie verstanden? Aus welchem Land kommen Sie denn? Von mir aus bekommen Sie nicht das Geld, also interessiert das auch nicht. Verstehen Sie gar nicht, was ich frage? Ja, ich verstehe Sie, aber das ist eine persönliche Frage. Ich kann das, wenn ich möchte, auch nicht beantworten. Ja, natürlich, gut, okay. Ja, Weil ein danke. Deutscher sind Sie in jedem Fall nicht. Ich bin gemischt, aber das interessiert ihn bestimmt nicht. Doch, Weil Sie interessiert haben nicht mich. mit mir zu tun. Nein, Sie haben mit mir nichts zu tun. Sie haben mit dem Firma zu tun. Na, aber es Und interessiert mich. Sie sobald können ich. doch gar Ja. nicht bestimmen, was mich interessiert und was nicht. Okay, ich kann aber bestimmen, was ich antworten möchte und nicht. Richtig, Das richtig. gehört nicht zu meinem Protokoll. Also Zu beantworte ich Ihrem das nicht. Protokoll. Was gehört denn noch zu Ihrem Protokoll? Zum Protokoll gehört, wenn Sie eine Frage über das Thema in Ihrem Geld natürlich stellen, aber In nicht Ihrem rein persönlich, Geld. denn. Gut. Wo haben Sie Ja, denn für Ihren festgestellt, Geld. dass mein Geld ist? Wie haben Sie das denn Ich habe festgestellt? es festgestellt, weil das Ihre Daten sind. Wo sind denn Und meine Daten? rechtlich, staatlich gehört das Wo Geld sind denn Ihnen, weil wo das sind denn meine Daten? in den Transaktionen waren Ihre Ja Daten. gut, und wer hat die Transaktion durchgeführt? War das Das eine wissen wir nicht. Das ist ja. Kryptotransaktion? Ach, das wissen Sie nicht, aber Sie wissen meinen Namen. Nee. Ihre Daten sind eingegeben in diese Transaktion, Ja, und wer hat die denn also haben Sie auch eingegeben? hineingerufen. Das weiß ich nicht. Ja, gut, und Ja, das weisen wir nicht. war das eine Dafür haben Kryptowallet wir. oder was?
Ja, das war eine Kryptotransaktion. Eine Kryptotransaktion mit einem Namen dran. Ja, natürlich. Natürlich. Eine Kryptotransaktion. Schau mal, Sie, Staumeier. Ich lach dich aus. Du bist ein so schlechter Betrüger. Nee, Sie sind ein ganz schlechter Zuhörer. Nein, ich bin ein sehr schlauer Zuhörer. Hallo, wenn man eine Transaktion öffnet, ne, bevor man irgendwo Krypto weitersendet, muss man natürlich auf jeden Fall sich verifizieren. Das macht man mit einem Ausweis, bei der Seite, eine Rechnung nicht älter als 3 Monate, eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse. Ihr seht, dass sie einfach versuchen, mich irgendwo zum Beispiel schlecht zu erwischen und sagen, sie nennen mich. Was bitte? Ich habe es leider nicht verstanden. Sie sprechen sehr schlecht Deutsch. Wenn Sie das nicht... Ja, ich verstehe. Ich rede perfekt Deutsch. Wenn Ihnen das nein, hört, perfektes das Deutsch ist anders. Nein, ich rede Sie perfektes Deutsch. Sie können mich sehr gut verstehen. Sie können mich sehr nein, gut ich verstehe verstehen. Das Wort, habe ich hab nicht verstanden. Nee, Hadamzig heißt es immer noch. Alles verstanden. Sie haben alles verstanden, heißt es immer noch. Was ich jetzt gesagt habe. Mein Deutsch ist besser als Ihr. Natürlich. Wie jung sind Sie, wenn ich fragen darf? Das geht Sie gar nichts an. Steht doch bestimmt auch in Ihrem Datensatz, oder? Wie bitte? Ja, ne? Sie haben das doch genau verstanden. Sie sprechen doch so perfekt Deutsch. Was haben Sie nochmal gesagt? Können Sie das bitte wiederholen? Nee, weil Sie verstehen doch so perfekt Deutsch. Warum sollte ich das wiederholen? Weil Sie das akustisch nicht verstanden haben. Ich denke ja intellektuell, oder? Nee, ich habe Sie nicht gehört, was Sie gemeint haben. Darf ich das nicht mehr hören, oder wie? Nö. Okay, dann ist das doch egal. Ich habe auf jeden Fall nicht angerufen, dass wir boxen. Boxen? Mit Ihnen? Warum sollte ich mit Ihnen boxen? Ich habe gesagt, ich habe Sie nicht angerufen, dass Sie boxen. Ja, warum sollte ich denn mit Ihnen auch boxen? Was wollen Sie denn jetzt eigentlich? Das habe ich. Erklären Sie doch mal, was Sie wollen. Ich habe das von Anfang an erklärt, was Sie wollen. Nee, aber ich glaube, Sie waren, das können Sie ja nicht erklären. Sie waren mehr beschäftigt, mit mich auszulachen. Was ich will, das können Sie ja gar nicht erklären, ne? Sie waren mehr beschäftigt. Sie wollen erklären, was Sie wollen. Sie werden, und nicht, was ich will, ja? Sie waren mehr beschäftigt. Warum sind Sie denn so am Stottern? Was ist denn los mit Ihnen? Warum stottern Sie denn so? Mir egal. Ich rede, was ich möchte. Sie stottern, was Sie möchten, ne? Sie sind diejenige, das aggressiv hier wird. Nicht ich. Nö, ich lache Sie aus. Glauben Sie mir. Ich lache Sie aus. Sie lachen Sie selber aus. Nee, ich lache Sie aus. Nee, Sie sind so, der was Opfer möchten hier, Sie denn jetzt nochmal? Sie sind der Opfer nochmal, nicht ich. Natürlich bin ich das Opfer. Sie sind der Opfer. Ja, genau. Sie wurden mal vor ein paar Jahren von einem ausländischen Unternehmer über den Tisch gezogen, nicht ich. Sie waren derjenige, der dumm war und diese Personen vertraut. Ah ja, und das steht also in meiner Wallet, ne? Ja. Nee, kennen Sie sich eigentlich für die Kryptowelt überhaupt aus? Natürlich. Ja, ich sehe das. Richtig. Ich sehe das. Sie kennen sich perfekt. Dann erklären Sie mir doch mal die Blockchain. Erklären Sie mir doch, was ist die Blockchain? Sie sind der Genie hier. Ich nicht. Sie sind nicht das Genie. Ja. Sie sind der Dumme. Nee. Ich bin der Dumme. Ich habe Geld verloren, nicht Sie. Ja, wahrscheinlich. Sie wollen Geld erbeuten. Sie wollen Geld erbeuten. Mein Gott. Sie waren so dumm, haben ein paar ausländische Unternehmer vertraut. So, mit wem Geld denn? Investiert. Mit welchem Geld denn? Verloren. Mit welchem? Geld wo habe ich denn Geld, verloren? Geld verloren, Geld verloren, Geld verloren, Geld verloren, Geld verloren. Merken Sie es eigentlich nicht, wie dumm Sie sind? Sie merken gar nicht, wie dumm Sie sind, ne? Sie merken gar nicht, wie dumm Sie sind. Aber in Wirklichkeit wissen Sie gar nichts. Och, kleiner mieser Betrüger, merkst du es eigentlich noch? Du bist ein kleiner, mieser, dreckiger Betrüger. Warum zeigen Sie mich nicht an? Sagen Sie mir, warum zeigen Sie mich nicht an? Ja, weil du weder in Österreich, weil du weder... Du hast eine Frage gestellt, möchtest du eine Antwort haben? Möchtest du eine Antwort auf Ihre Fragen haben? Möchtest du nicht haben? Warum fragst du denn? Warum fragst du denn überhaupt, wenn du keine Antwort haben willst? Warum möchtest du denn keine Antwort haben? Warum fragst du überhaupt, wenn du keine Antwort haben willst? Warum anzeigen Sie mich nicht? Ja, weil, das wollte ich ja gerade beantworten, weil du ja nicht...
Ja, natürlich, weil du, kann ich dir beantworten? Darf ich beantworten? Ja gut, wenn du mal aufhörst zu reden, dann kann ich gerne beantworten. Kann ich gerne beantworten, wenn du mal den Mund hältst. Möchtest du deinen Mund nicht halten, kleiner mieser Betrüger? Ich lach dich so aus. Oh, du hast einen Sprung in deiner Platte, ne? Zeigen Sie mich an, 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 zeigen Sie mich an. Und ich hab gewonnen. Ey, Dummi. Ey, du Idiot. Ja, du wiederholst dich. Zeigen Sie mich an. Zeigen Sie mich an. Zeigen Sie mich an. Spiel mal weiter deine Platte. Spiel mal weiter. Zeigen Sie mich nicht an. Los, weiter. Erzähl doch mal. Soll ich dich anzeigen? Warum zeigen Sie mich nicht an? Wenn ich ein Betrüger bin. Habe ich nicht verstanden. Was soll ich machen? Warum zeigen Sie mich nicht an? Warum sollte ich Sie anzeigen? Sie denken, ich bin ein Betrüger. Was macht ich man weiß, denn? Dass du ein Betrüger bist. Woher wissen Sie das? Weil diese Telefonnummer nur für Nummern eingerichtet ist, nur für Betrüger. Und woher wissen Sie das? Das, weil ich die selber eingerichtet habe, diese Nummer. Sie haben die Nummer eingerichtet. Ja, so gut Sie Deutsch können Sie wohl doch nicht, hä? Dann sind Sie der Betrüger hier. Nein, die Nummer ist real. Wer nicht real ist, bist du. Ja, ja. Du bist ein Betrüger. Ja, gespoofte Telefonnummer. Ja, natürlich bist du. Natürlich, sage ich doch. Ein ehrlicher Mensch. Ja, natürlich. Ich bin ein ehrlicher Mensch im Gegensatz zu dir. Ja, genau. Aber vielen Dank. Wolltest du noch? Möchtest du noch? Kleiner Pisser, ich bin reingelegt. Ja, ja, eine ganz reale Firma. Ganz reale Firma. Möchtest du noch jemanden grüßen auf YouTube? Möchtest du noch jemanden grüßen auf YouTube? Möchtest du deine Mutter grüßen? Möchtest du noch jemanden grüßen auf YouTube? Möchtest du noch jemanden grüßen auf YouTube? Möchtest du noch irgendjemanden grüßen auf deinem YouTube? Gehen Sie irgendwo anders. Du stotterst ja, warum stotterst du denn so? Was ist denn los? Hast du schon Angst? Hast du schon Angst? Was ist denn los mit dir? Sie lassen mich einmal aufreden. Doch, du redest ja permanent. Du redest ja überhaupt nur permanent. Möchtest du irgendwann mal Pause machen? Kannst du auch mal zur Luft holen zwischendurch? Nee, wahrscheinlich kannst du nicht zwischendurch Luft holen. Ja, was ist los mit dir, kleiner dummer Betrüger? Was ist denn los, kleiner dummer Betrüger? Möchtest du jemanden grüßen auf YouTube? 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 Möchtest du die Zuhörer grüßen auf YouTube? Da wollte der komische Betrüger euch Zuhörer nicht grüßen. Tut mir leid. Die angegebene Firma Cointracking in München gibt es wirklich. Allerdings ist es nicht deren Firma und sie beschäftigt sich auch nicht mit Trading. Sehr lustig war auch die angebliche Grübelpolizei, die es natürlich nicht gibt. Meine Vermutung ist, dass die versuchen, meinen Kanal zu finden, indem sie einen komischen Namen nennen, in der Hoffnung, dass ich das Video mit diesem Namen bewerbe oder veröffentliche. Pech gehabt. Das war's für diesen Sonntag. Somit bleibt mir, euch nur noch fürs Dabeisein zu danken und euch einen schönen Restsonntag zu wünschen mit netten Menschen um euch. Bleibt neugierig und lasst euch bitte nicht abzocken. Euer Callcenter Crusher.